Das Hamburger Pokalmärchen geht in die nächste Runde. Kiezkreisligist FC Hamburger Berg, seines Zeichens in der Kreisklasse A beheimatet, trifft im Viertelfinale des Verbandspokals auf Landesligist SC Hansa. Ganze drei Ligen trennen die Teams also, aber der Pokal hat ja bekanntlicherweise seine eigenen Gesetze. Mit dem Harburger SC und dem Eimsbüttler TV haben die Kiezkicker bereits einen Bezirksligist und einen Landesligist auf dem Gewissen. Die Außenseiterrolle scheint ihnen also zu liegen. Und genau mit dieser breiten Brust starten die Haushähnchen hier auch gleich in die Partie. Morike Sako mit dem Kopf für Rashid Faisal, der ist flott auf den Beinen und trifft in der ersten Minute gleich mal den Pfosten. Doch die Szene ist noch nicht durch. Fiedan hat das Bein hier etwas zu weit oben und Schiedsrichter Björn Struckmann zeigt auf den Punkt. Ganz schön ungestüm vom Verteidiger, der seinen Gegenspieler hier mit dem Fuß am Kopf trifft. Zweikampf Mohamed gegen Reddich. Ganz cool verwandelt. Dritte Minute und das 1:0 für den Außenseiter. Bahnt sich hier etwa die nächste Pokalüberraschung an? Bereits das vierte Pokaltor für den Verteidiger, der in jeder der vorherigen Runden erfolgreich war. So eine Führung lässt die Brust natürlich noch breiter werden. Wieder die Gastgeber. Morike Sako tankt sich recht schön durch. Und diesmal ist der Keeper zur Stelle. Eine klasse Aktion des ehemaligen Pauli-Profis, der über 20 Spiele in der zweiten Liga absolviert hat. Die Gäste brauchen gut eine Viertelstunde, um hier ins Spiel zu kommen. Kunat zollt in dieser Aktion ein wenig Tribut an die schlechten Platzverhältnisse. Vielleicht ja mal per Standard. Demirovic tritt an, setzt den aber ein gutes Stück über den Kasten. Der Druck des Landesligisten wurde jetzt immer größer. Poku mit der Flanke für Almeida Ferreira. Schöner Trick! Und dann der ganz coole Abschluss. Lässt sich hier natürlich feiern, denn das war richtig, richtig schön gemacht. Legt den Ball mit der Hacke am Gegner vorbei und schiebt dann ganz lässig ein. Ist noch abgefälscht, aber nichts zu machen für den Keeper. 26. Minute und der Favorit ist zurück im Spiel. Mit dem Ausgleich war auch direkt mehr Feuer auf dem Platz zu spüren. Das ist wieder Poku im Mittelfeld gegen drei Leute, bis er dann im Endeffekt gelegt wird. Hansa wurde jetzt ganz klar spielbestimmt und ließ den Hamburger Berg quasi nicht mehr aus der eigenen Hälfte. Demirovic probiert es aus der Distanz und setzt das Ding ins Tor. 30. Minute, das Spiel ist gedreht. Nimmt hier einfach mal Maß aus knapp 25 Metern. Der Ball springt nochmal tückisch auf vorher. Und so sieht der Keeper natürlich denkbar schlecht aus. Denn ganz unbeteiligt ist er an diesem Tor natürlich nicht. Und das weiß Patrick Antwi wohl ganz genau. Anders, als man es aber vielleicht erwarten würde, hinterließ der zweite Gegentreffer wenig Schockmoment bei den Hausherren. Schöne Balleroberung und direkt der Ball in die Tiefe. Abseits verdächtige Position, aber die Fahne bleibt unten. Rashid Faisal! Mit der dicken Möglichkeit auf das 2-2 noch vor der Pause. Jetzt wird es ein wenig brutal. Karim Mohamed senzt seinen Gegner hier mit voller Absicht um und das direkt vor der Bank von Hansa. Der Abwehrspieler ist bereits gelb vorverwarnt und hat dementsprechend riesiges Glück, dass Schiedsrichter Struckmann es hier noch bei einer letzten Ermahnung belässt. Das ist dann auch die letzte Aktion vor der Pause. Mit einer knappen, aber unter dem Strich verdienten 2:1 Halbzeitführung geht der SC Hansa hier gegen den Außenseiter in die Kabine. Wir springen in Durchgang 2. Und ich denke, Sie erinnern sich alle noch an den gelb verwarnten Kollegen Mohamed. Denn jetzt, aufgepasst, zack, ist er gleich wieder mit der Sense zur Stelle und fliegt nach 53 Minuten dann auch wirklich hochverdient mit Gelb-Rot vom Platz. Er weist seinem Team natürlich einen Bärendienst, dass er jetzt gut 40 Minuten in Unterzahl spielen muss. Und Hansa kommt. Almeida Ferreira, klasse mit der Hacke für Karacha. Antwi ist zur Stelle, aber da steht Kumi Poku. Erzielt das 3:1. Denkste, der Mittelfeldspieler steht dabei, nämlich im Abseits. Der Landesligist drehte jetzt aber richtig auf und wollte die Vorentscheidung erzwingen. Almeida Ferreira mit schönem Steckpass in die Tiefe. Dann kommt der Ball wieder zu Kumi Poku. Der wird geblockt. Aber Kevin Kunert steht genau richtig und setzt den Abstauber zum 3:1 in den Kasten. 60. Minute, das dritte Tor in dieser Pokalsaison für den Mittelfeldspieler. Lässt sich hier ganz lange Zeit
lässt den Gegner ins Leere rutschen und schiebt die Kugel dann ganz souverän in die Ecke. Die Unterzahl war jetzt natürlich deutlich zu spüren. Erschwerend hinzu kommt auch noch, dass ein Großteil der Mannschaft der Hausherren muslimischen Glaubens ist und damit mitten im Fastenmonat Ramadan steckt. Der nächste Anlauf der Gäste, Almeida Ferreira, setzt den Ball hier nur knapp über den Querbalken. Dann aber mal wieder ein Konter des Kreisligisten. Wiedemann hier mit Problemen bei der Ballannahme. Faisal luchst ihm das Leder ab, tanzt erst seinen Gegenspieler aus und dann auch noch den Keeper. Was für ein schönes Tor zum 2:3 Anschlusstreffer. Der Stürmer nimmt es hier mit der halben Abwehr des Landesligisten auf und lässt dann die Hoffnung nochmal aufblühen. 71. Minute, geht hier vielleicht doch noch was für den Außenseiter? Nur 5 Minuten später auf der anderen Seite. Demirovic mit der Hereingabe, Almeida Ferreira spielt nochmal raus und in der Mitte kommt Karacza zu Fall. Es gibt 11 Meter. Kapitän Demirovic tritt an gegen Antwi und trifft nur den Pfosten. Beinahe die Entscheidung in diesem Spiel. Doch Hansa drückte jetzt richtig aufs Gas. Wieder Demirovic für Almeida Ferreira und der schnürt den Doppelpack. Das 4:2 für den SC Hansa in der 82. Minute. Antwi kommt einen Tick zu spät gegen Demirovic und Almeida Ferreira hat aus kurzer Distanz dann natürlich leichtes Spiel, sein persönliches Torkonto hier weiter hochzuschrauben. Den Schlusspunkt sollte aber jemand anders setzen. Wieder Almeida Ferreira, strammer Schuss, über Umwege landet der Ball bei Kumipoko und der erzielt den 5:2 Endstand. Der Mittelfeldspieler mit einer sehr auffälligen Partie belohnt sich hier selbst für die engagierte Leistung. Die letzten 5 Minuten darf sich der Torschütze dann noch entspannt von draußen angucken. Nach der Kiste ist für ihn nämlich direkt Schluss. Und damit endet auch diese Partie. Landesligist SC Hansa schlägt den Außenseiter Hamburger Berg mit 5:2. Morike Sako dazu am Mikro bei Ayat Mohammed. Ja klar, es ist keine Ausrede auch, dass wir alle fasten. Es ist gerade Ramadan, 3/4 von der Mannschaft fastet. Und das war auch uns bewusst, dass nach einer gewissen Zeit die Kräfte weg sind. Aber das ist auch, wie gesagt, keine Ausrede. Aber ja, es ist leider so, heute sind wir raus und es geht weiter. Ja, das ist natürlich mega. Also wir haben schon vorher Geschichte geschrieben, Viertelfinale. Hansa war noch nie so weit. Das ist auch meine erste Saison hier bei Hansa und dann gleich ins Halbfinale einzuziehen. Also ist, ich weiß nicht, mega, mega krank. Ich habe auch gerade einen Schlimowitz getrunken. ich glaube, das wird noch ein bisschen gefeiert. Ich werde noch ein bisschen hier Gas geben. Und so einen Tag wird man niemals vergessen. Ne? Das geht in die Geschichte ein, auf jeden Fall von Hansa und auch von jedem einzelnen Spieler. Ordentlich Partystimmung natürlich beim SC Hansa, der damit den Traum am Leben hält, erstmals in der Vereinsgeschichte in den DFB-Pokal einzuziehen.